Herzlich willkommen noch einmal hier im Politforum und auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube. Mein Name ist Stefanie Schüppach und ich bin stellvertretende Leiterin des Politforums Bern. Diskussionen und Debatten zu aktuellen Themen sind das Kernstück des Politforums. Aktuell beschäftigt uns natürlich auch stark der Ausnahmezustand. Wir haben hierzu eine Veranstaltungsreihe organisiert und hier an dieser Wand sehen Sie eine kleine Sammlung von Materialien aus dieser Zeit des Lockdowns und wir werden diese Reihe auch noch nach dem Sommer weiterführen. Heute findet unsere vierte Diskussion nach dem Lockdown statt. Es ist alles noch etwas neu, wir spüren wie alle auch die Verunsicherung und ich begrüße daher besonders alle Besucherinnen und Besucher hier im Saal und eben auch die live zugeschaltet auf YouTube. Wir machen das neu, seit wir wieder das Programm aufgenommen haben. Alle, die online zuschauen, können auch an der Diskussion teilnehmen und im Anschluss an die Podiumsdiskussion ihre Fragen über die Chatfunktion stellen. Über den Browser geht es vom Computer aus und wenn Sie das Handy benutzen, müssen Sie die App haben. Ich freue mich nun aber sehr, dass wir heute Abend eine Veranstaltung doch noch durchführen wollten können, die wir eigentlich für Anfang April vorgesehen hätten. Und zwar ist es eine Veranstaltung, die wir zusammen mit dem Rechercheteam Reflect organisiert haben. Für eine Demokratie sind neben Diskussionen auch kritische und gut recherchierte Berichterstattungen zentral. Aber die Medien stehen schon länger unter Spardruck. Redaktionen werden zusammengelegt und Medienschaffende haben immer weniger Zeit und Ressourcen für fundierte Recherchen. Hier will das Rechercheteam Reflect ansetzen. Auf ihrer Website steht: Reflect ist journalistischer Widerstand. Widerstand gegen Abbau und Qualitätsverlust im Journalismus. Widerstand gegen Intransparenz, Machtmissbrauch und Ungerechtigkeit. Verpflichtet fühlen wir uns alleine den Fakten, der Transparenz und unserem obersten Ziel, der positiven Veränderung der Gesellschaft durch investigativen Journalismus. Für ihre letzte Reportage Credit Crisis über den Finanzskandal in Mosambik und die Mitverantwortung der Schweizer Bank Credit Suisse, die Diskussion hierzu haben wir im Dezember 2019 auch hier im Politforum geführt, hat Reflect Ende April den Swiss Press Award in der Kategorie Online erhalten. Noch einmal herzliche Gratulation. Neben den Herausforderungen bei den Recherchen ist auch die Zugänglichkeit zu journalistischen Inhalten immer schwieriger geworden und ein großes Thema. Und man muss neue Wege suchen, um diese einem breiten Publikum zugänglich zu machen und diese mit ihm zu diskutieren. Wir sehen dies hier im Politforum auch als eine unserer Hauptaufgaben. Nun aber zu heute Abend. Die neueste Reportage von Reflect, Zurück in die Diktatur, ist Anfang April in der Republik erschienen und widmet sich Fragen wie: Was erwartet Menschen, die aus der Schweiz nach Eritrea zurückkehren müssen? Weshalb kehrt überhaupt jemand in die Diktatur zurück? Und wie schlimm ist die Menschenrechtslage in Eritrea wirklich? Bevor wir diese und weitere Fragen auf dem Podium diskutieren, wird Christian Zeier, Auslandsreporter und Mitgründer und redaktioneller Leiter von Reflect, einen Einblick in die Recherchen und die Reportage geben. Ich begrüße dich herzlich, Christian, und übergebe das Wort gerne dir. Ja, vielen Dank, Stefanie, und guten Abend auch von meiner Seite her. Du hast es erwähnt, Stefanie, es war schon... Wir haben das schon von einer Zeit jetzt publiziert, die Recherche im April, und sind jetzt aktuell gerade in den letzten Zügen eigentlich der neuen Recherche. Deshalb war es der heutige Tag ein bisschen stressig, sind alle ein bisschen spät gekommen. Es geht dabei um die Textilindustrie in Bangladesch. Die wird morgen in Kooperation mit dem Beobachter erscheinen. Also bitte entschuldigen Sie mich, wenn ich jetzt irgendwo noch ein bisschen Bangladesch im Hinterkopf hätte. Gut. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem, jetzt einen zweiten Anlass zusammen mit dem Politforum organisieren zu können. Das Thema und die Frage Rückkehr nach Eritrea. Wir sind für diese mehrmonatige Recherche nach Äthiopien gereist. Wir haben zahlreiche Gespräche geführt mit Personen, die aus Eritrea geflohen sind. Wir
haben Dokumente, wir haben Reports, wir haben Gerichtsurteile angeschaut. Insgesamt wir haben, ja, ist der Aufwand so 3 bis 4 Monate für diese ganze Recherche. Und da fragt sich natürlich, wieso dieser Aufwand und was ist jetzt die Relevanz an diesem Thema? Bevor ich auf diese Fragen eingehe, möchte ich mit einem kurzen Video starten, und zwar mit einem kurzen Ausschnitt aus einer Kurzdokumentation, die wir für diese Recherche. Niemand weiß so genau, was mit Rückkehrern passiert. Deshalb sind wir nach Äthiopien gereist. Wir wollten herausfinden, weshalb die Menschen solche Angst vor einer Rückkehr haben und was mit Rückkehrerinnen passiert. In Äthiopien fanden wir auch einen Mann, der aus der Schweiz nach Eritrea zurückgekehrt ist. Tesfaye ist der erste Eritreer, der öffentlich über seine Rückkehr spricht. Er lebte viele Jahre in der Schweiz und kehrte in die Diktatur zurück, weil er kein Asyl erhalten hatte. 2 Tage nach seiner Ankunft in Eritrea erhält er einen Brief mit einem Aufgebot der Behörden. Neben Tesfaye konnten wir die Geschichten von 4 weiteren Rückkehrerinnen und Rückkehrern rekonstruieren. Ein Mann ist wie Tesfaye erneut aus Eritrea geflohen. Er sagt, dass er bei seiner Rückkehr direkt vom Flughafen Asmara in eine Zelle gebracht wurde. Die ganze Geschichte findest du unter reflekt.ch. Gut, Sie haben es gemerkt, es sind kurze Ausschnitte aus dieser Dokumentation. Wir haben die bisher noch nie öffentlich gezeigt und die wird in Bälde publiziert. Wieso also Eritrea, wieso dieser Aufwand zu diesem Land? Meine Antwort hat 3 Teile. Und der erste Teil ist die Relevanz für die Schweiz. Und zwar ist Eritrea seit 2011 das wichtigste Herkunftsland im Schweizer Asylbereich. Und seither wurden ungefähr 40.000 Asylgesuche von Eritreerinnen und Eritreern eingereicht. Die zweite Antwort ist die Kontroverse. In der Schweiz, in der Politik, in der Öffentlichkeit und auch in der Justiz wird kontrovers darüber diskutiert, wie schlimm die Lage in Eritrea ist. Und es wird vor allem darüber diskutiert, was mit Menschen passiert, die nach Eritrea zurückgehen müssen. Nach wie vor erhalten die meisten Menschen, also die meisten Eritreerinnen und Eritreer in der Schweiz, entweder Asyl oder eine vorläufige Aufnahme. Aber seit 2016 ist das Staatssekretariat für Migration strenger und fällt mehr Negativentscheide. Das heißt, es müssen mehr Leute zurückgehen. Seit 2016 sind das etwa 3.000 Eritreerinnen und Eritreer, die Schweiz hätten verlassen müssen. Und damit ist die Schweiz auch strenger als zum Beispiel Deutschland oder Großbritannien.
Und das dritte Argument ist die Sackgasse. Diese Lage in der Schweiz, im Schweizer Asylsystem, führt dazu, dass die Menschen nicht zurückgehen, sondern aktuell haben wir eine Situation, in der die Leute, die einen negativen Entscheid bekommen, die meisten von ihnen entweder untertauchen, weiterreisen in andere Länder oder dann mit Nothilfe in der Schweiz leben. Nothilfe, das bedeutet im Kanton Bern, dass man 8 Franken im Tag bekommt. Aus diesen 3 Punkten also stellt sich die Frage, was passiert eigentlich mit Leuten, die man nach Eritrea zurückschickt? Und diese Frage sind wir nachgegangen mit dem Rechercheteam Reflect. Und wir konnten natürlich nicht alle Fragen abschließend beantworten, das ist klar, aber ich würde sagen, wir sind schon ein gutes Stück weitergekommen in dieser Diskussion. Und so konnten wir zum Beispiel erstmals Geschichten, wir haben es im Video gesehen, Geschichten von Rückkehrerinnen und Rückkehrern rekonstruieren und in den Grundzügen verifizieren. Und wir konnten erstmals mit einem Eritreer sprechen, der in der Schweiz dessen Asylgesuch abgelehnt wurde und der dann nach Eritrea zurückgekehrt ist. Dieser Mann, wir nennen ihn Tesfai, das ist nicht sein richtiger Name, haben Sie im Video bereits gesehen. Bevor wir aber über Tesfai und die anderen Rückkehr sprechen, möchte ich kurz darauf eingehen, was die Schweiz eigentlich weiß über die Rückkehr. Und zwar habe ich mich in den letzten Jahren immer wieder mal mit Eritrea auseinandergesetzt. Ich bin selbst vor ein paar Jahren nach Eritrea gereist. Ich habe mit zahlreichen Menschen gesprochen, immer wieder über die letzten Jahre. Und doch hat mich die aktuelle Recherche insofern erstaunt, als ich das erste Mal so richtig realisiert habe, wie wenig gesicherte Informationen eigentlich da sind darüber, was mit Menschen passiert, die die Schweiz nach Eritrea zurückschicken möchte. Und ich möchte auch hier auf 3 Punkte kurz eingehen. Und zwar ist das einerseits, es gibt kein Monitoring, das ist klar. Es gibt, wenn jemand aus der Schweiz nach Eritrea zurückgeht, dann gibt es kein offizielles Monitoring. Man schaut also nicht, was passiert mit diesen Personen. Das Staatssekretariat für Migration selbst sagt, eine Überwachung der ehemaligen Asylbewerber ist nicht möglich in Eritrea. Und das bedeutet, dass es an wesentlichen Informationsquellen fehlt. Punkt 2 ist, es gibt keine dokumentierten Fälle von Rückkehrern aus der Schweiz. Ebenfalls hier ein Zitat aus einem etwas älteren Bericht, glaube ich aus 2016. Und damals hat die Schweiz versucht, Gespräche mit Rückkehrern aus der Schweiz zu führen in Eritrea während einer Fact-Finding-Mission. Das ist aber gescheitert und da heißt es, vom SEM angefragte Gespräche mit freiwilligen Rückkehrern aus der Schweiz kamen nicht zustande. Punkt 3, auch die Informationen, auf denen die Praxisverschärfungen basieren, sind zum Teil nicht über alle Zweifel erhaben. Auch hierzu ein Beispiel, die Schweizer Behörden haben während dieser Fact-Finding-Mission von 2016 mit Rückkehrern gesprochen, und zwar mit Rückkehrern aus anderen Ländern, nicht aus der Schweiz. Und diese Gespräche mit diesen Eritreerinnen und Eritreern, die eigentlich sagen, ja, wir konnten reintegriert werden, wir sind jetzt wieder zurück im Land, uns ist nichts passiert. Diese Gespräche werden immer wieder herbeigezogen, wenn es darum geht, zu zeigen, dass eine Rückkehr eben möglich ist. Nur sagt die Schweiz oder das Staatssekretariat für Migration selbst in einem Bericht, die Gespräche mit den Rückkehrern wurden vom eritreischen Außenministerium organisiert und vom eritreischen Außenministerium übersetzt. Das heißt, diese Gespräche mit den Leuten, mit den Rückkehrern in Eritrea, wurden von demselben Staat organisiert, vor dem die Leute geflohen sind. Wie zuverlässig das ist, das kann jeder selbst entscheiden. Von dieser Wissenslücke ausgehend haben wir versucht, möglichst viele Geschichten zu sammeln von Rückkehrerinnen und Rückkehrern, um herauszufinden oder um ein Gefühl dafür zu bekommen, was mit den Menschen passiert. Wir haben alle möglichen Stellen, alle möglichen Personen angeschrieben, kontaktiert, wir haben einen Aufruf in Tigrinya über Facebook publiziert und wir haben letztlich zahlreiche Zuschriften bekommen und Hinweise auf Geschichten von Rückkehrern. 5 dieser Geschichten konnten wir in den Grundzügen verifizieren und mit 3 von diesen Rückkehrern konnten wir persönlich sprechen. Tesfai, dieser Mann hier, haben wir in Äthiopien, in Addis Abeba, in der Hauptstadt
getroffen, erlebt etwas außerhalb von Addis Abeba, möchte nicht erkannt werden und er lebt sehr zurückgezogen in einem Kloster. Tesfay ist im Juni 2018 vom Flughafen Zürich über Istanbul nach Asmara zurückgekehrt. Am Flughafen in Asmara ist ihm nichts Besonderes passiert. Er konnte dann zu seiner Familie gehen, die er noch hatte in Eritrea. Und bereits an diesem ersten Tag hat er mit Leuten gesprochen und erstmals gehört, dass es Leute gibt, die nach der Rückkehr ins Gefängnis mussten. Als er dann am zweiten Tag nach seiner Rückkehr einen Brief erhält, einen offiziellen Brief der Behörden, in dem steht, dass er sich beim Verwaltungsbüro seiner Subregion melden soll, bekommt er Angst. Noch am selben Tag verlässt er Eritrea zum zweiten Mal und flieht zum zweiten Mal illegal über die Grenze nach Äthiopien. Er sagt, Sie haben das im Video ganz am Anfang gehört, er wisse nicht, was mit ihm passiert wäre, wenn er geblieben wäre, aber er wisse, dass es nichts Gutes gewesen wäre. Das heißt, Nationaldienst möglicherweise, das heißt Gefängnis möglicherweise. So genau kann das niemand sagen. Die zweite Person, mit der wir persönlich sprechen konnten, nennen wir Jonas. Auch das ist ein Pseudonym, weil wir die Person schützen möchten. Wir konnten Jonas nicht persönlich treffen, sondern haben mehrmals über längere Zeit telefonisch mit ihm gesprochen. Er ist ebenfalls 2017 von Zürich über Istanbul nach Asmara in die eritreische Hauptstadt zurückgekehrt. Und er sagt, dass er nach seiner Rückkehr direkt vom Flughafen abgeholt wurde von den Behörden, dass er eingesperrt wurde und gefoltert. Nach seinen Angaben landet er am Schluss im berüchtigten Gefängnis Adiabeito, das sich nicht weit der eritreischen Hauptstadt befindet, was ich damals dann zum ersten Mal gemerkt habe, ist, dass als wir das erste Mal Eritrea besucht haben, sind wir quasi an der Hauptstraße hier entlang gefahren und ich wusste nichts von Adiabeito und diesem Gefängnis und erst jetzt, als wir dann in Äthiopien waren, habe ich erstmal realisiert, dass das Gefängnis relativ nahe an der Hauptstraße ist, die aus Asmara hinausführt. Jonas sagt, dass er aus Adiabeito geflohen ist und ebenfalls dann wieder aus Eritrea entkommen ist. Wir haben in diesen mehreren Gesprächen, langen Gesprächen mit Jonas, alles Mögliche getan, um seine Geschichte zu verifizieren. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass sie glaubwürdig erzählt wird, dass er präzise und detailliert schildern kann, was ihm passiert ist. Und wenn diese Geschichte stimmt, dann ist es ein Problem für die Schweiz, weil dann hat die Schweiz jemanden weggewiesen, der dann in Eritrea eingesperrt und gefoltert worden ist. Das könnte möglicherweise einer Verletzung des Folterverbots laut Menschenrechtskonvention gleichkommen und möglicherweise müsste die Schweiz über die Asylpraxis nachdenken im Fall Eritrea. Was wichtig ist, abschließend beurteilen können wir seine Geschichte nicht. Das müsste das Staatssekretariat für Migration machen. Aber ob das hier passieren wird, ist unklar. Weil Jonas aktuell in einem europäischen Land ist und er möchte eigentlich in die Schweiz kommen, aber er kann nicht und er möchte eigentlich seine Geschichte den Schweizer Behörden erzählen, aber die hören sie nicht an. Fakt ist, dass Jonas illegal in die Schweiz einreisen müsste, damit das Staatssekretariat für Migration dann seinen Fall erneut prüfen könnte. Wir haben zusammengefasst einen Informationsmangel auf der einen Seite, wir haben unzuverlässige Informationen zu Eritrea, zur Rückkehr auf der anderen Seite und dann gibt es diese Fälle von Rückkehren, die zeigen, dass eine Rückkehr nicht einfach so unproblematisch ist. Das heißt, unsere Recherche wirft dringende Fragen auf. Zum einen, wie will die Schweiz überhaupt Eritreerinnen und Eritreer dazu bringen, zurückzukehren, wenn sie nicht einen Fall haben, bei dem sie zeigen können, aha, das geht, den Leuten passiert nichts.
ist es unter diesen Umständen überhaupt vertretbar, die freiwillige Rückkehr zu fördern, wie das von der Politik immer wieder gefordert wird? Und weshalb wissen die Schweizer Behörden so wenig über die Rückkehr nach Eritrea, wenn es ja zumindest möglich ist, die Menschen, die zurückgegangen sind, aufzuspüren? Wussten das SEM, also das Staatssekretariat für Migration, und das Bundesverwaltungsgericht, das die Praxisverschärfungen bestätigt hat, wussten die genug über die Lage in Eritrea, um eben diese Asylpraxis zu verschärfen und letztlich zu sagen, dass für eine gewisse Gruppe von Eritreerinnen eine Wegweisung und eine Rückkehr möglich ist? Und falls diese Informationen nicht genügt haben, die entscheidende Frage, welche Rolle spielt dann eigentlich die Politik und politischer Druck bei der Entstehung von, also bei der Verschärfung von Asylpraxis und Ländereinschätzungen? Sie haben gesehen, die vollständige Recherche können Sie gerne auf reflect.ch nachlesen. Wir werden jetzt sicher noch genug Zeit haben, um über die anderen Themen auch zu diskutieren. Wir haben heute noch, vielleicht ist es noch spannend, drei Leute vom Reflect-Team hier, die auch mitgearbeitet haben bei der Recherche. Aisha und Nathalie sitzen da in der Mitte. Vielleicht könnt ihr kurz aufstehen. Oder die zwei in Schwarz, genau. Es ist so, wenn Sie Fragen haben und die dann nicht in der Runde am Schluss nicht beantwortet werden können, könnt ihr gerne auf uns zukommen. Wir werden noch da sein beim Apero. Aisha hat vor allem beim Teil, wo es um die Nothilfe und die Bedingungen in der Schweiz geht, mitgearbeitet bei der Recherche. Nathalie hat uns insgesamt mit ihrem Fachwissen unterstützt bei der Recherche. Also ihr könnt jederzeit auf uns zukommen und Fragen stellen. Wir haben auch noch einen Stand, aber das sagst du wahrscheinlich. Ja, aber du kannst das gerne jetzt sagen. Genau. Wir haben auch diesmal einen Stand von Reflect, der da im Apro-Raum ist. Und wenn Sie sich für das Projekt an sich interessieren, für die Recherche oder sogar eben diese Art von Journalismus unterstützen möchten, dann können Sie gerne vorbeikommen und mit uns sprechen und vielleicht sogar Mitglied werden. Danke Ihnen vielmals. Ja, vielen Dank, Christian, für den Einblick. Nun starten wir in die Podiumsdiskussion. Ich möchte gerne die weiteren Gäste auf die Bühne bitten. Alma Serai, sie ist Ärztin im Kantonsspital Basel und vielseitig engagiert, unter anderem Vorsitzende der Uniting Eritrean Voices in Germany und engagiert beim Eritreischen Medienbund in der Schweiz. Daniel Bach, Leiter Stabsbereich Information und Kommunikation im Staatssekretariat für Migration, Entschuldigung. Die Diskussion selbst wird Sarah Josef leiten. Er ist ein Kommunikationsprofi, der selbst auch Bezug zu Eritrea hat, da seine Eltern aus Eritrea stammen. Er ist Co-Geschäftsführer bei The Setrunners, einem Film-, Foto- und Kommunikationsunternehmen hier in Bern und Mitglied der Fachkommission für Integration der Stadt Bern. Herzlich willkommen und ich übergebe dir das Wort, Sarah. Ich schiebe dann noch kurz ein bisschen auseinander. Ansonsten fange ich schon einmal. Ich gebe die Chance. Ja. Oder, ja. Ja, ich denke, ich fange dann gleich an mit dem. Zuerst einmal herzlich willkommen, auch noch von meiner Seite. Und ich denke, wir steigen gleich ins Thema ein und ich übergebe gleich das. Die Frage, die vierte Frage eigentlich, die Christian Seyer in seiner Präsentation am Schluss gestellt hat, wie viel das SEM doch dann im 2016 tatsächlich wusste über das Thema, über die Situationslage in Eritrea.
Ja, wie viel und wie wenig man über diese Situation weiß, ist natürlich immer, ist immer relativ. Es gibt schon, also es gab durchaus neue Informationen, die sich aus ganz verschiedenen Quellen speisen. Also es gibt ja, Sie können das auch auf unserer Website sehen, es gibt immer wieder Länderanalysen zu Eritrea, es gab mehrere Länderanalysen, die speisen sich aus verschiedenen Quellen. Das eine sind unsere eigenen, es wurde erwähnt, die Fact-Finding-Missions unserer Länderanalysten. Es speist sich aus Berichten anderer Migrationsbehörden, die sind so in ein Netzwerk verbunden, die europäischen Migrationsbehörden. Es gibt Berichte von NGOs, es gibt Berichte von Experten außerhalb von Eritrea. Es gibt natürlich auch die Informationen der Behörden, die werden auch einbezogen, natürlich auch entsprechend gewertet, weil wir auch wissen, wie einseitig sie sind, plus noch einige andere Quellen. Und aus all diesen Quellen hat sich dann doch ein relativ klares Bild ergeben über die Situation in Eritrea, auch wenn es zugegebenermaßen ein sehr abgeschottetes Land ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, man weiß alles über Eritrea, aber ich denke, die Faktenlage war ausreichend, um diese Asylpraxis-Anpassung vorzunehmen. Frau Seray, was ist Ihre Meinung dazu? Zur Situationslage in Eritrea. Also zum einen, also vielen Dank für die Einladung und herzlichen Dank, Herr Zeyer, für Ihren Beitrag, was sehr wichtig ist. Ich würde ganz gerne eine Frage stellen. Was hat sich geändert in 2016, dass es zu einer Asylverschärfung für die Eritreer gekommen ist? Das Land wird weiterhin von dem gleichen Präsidenten, sogenannten Präsidenten, regiert, der seit 1993 an der Macht ist. In dem Land gibt es kein Parlament, das wissen Sie ganz genau. Es gibt keine Verfassung, die Verfassung von 97, die implementiert werden sollte, die nicht implementiert ist. Wir haben vielleicht für die Leute, die das nicht wissen, das letzte Treffen von der einzigen Partei, die sogenannte FDJ, die hat sich ja gegründet 1994 und seitdem hat sie sich nicht mal getroffen. Das letzte Treffen von den Ministerien Eritreas war im September 2018. Das ist Eritrea. So, das heißt, es hat sich nur verschlechtert und sich nichts verbessert. Ich werde dann halt später zu den sogenannten unbegrenzten Nationaldienst, sogenannten Nationaldienst und so weiter dann halt kommen, aber erstmal zum Einstieg. Ja, ich sage gerne etwas dazu. Ich habe ja nicht gesagt, dass sich die Lage verbessert habe in Eritrea. Ich habe gesagt, dass wir mehr Informationen hatten. Das, was Sie sagen, ist alles richtig. Es ist ja nicht so, dass diese Asylpraxisverschärfung jetzt ein totaler Quantensprung oder Paradigmenwechsel gewesen wäre. Einfach damit wir die Dimension hier kennen. Wir sind bei einer Anerkennungs- oder bei einer Schutzquote bei Eritrea von etwa 85%. Also das heißt, 17 von 20 Menschen aus Eritrea, die ein Asylgesuch stellen, die bekommen entweder Asyl oder eine vorläufige Aufnahme, die können in der Schweiz bleiben. Es gibt, glaube ich, kein zweites Land, das so eine hohe Schutzquote hat. Darf ich kurz dazu was sagen? Weil diese Schutzquote, die ja immer wieder erwähnt wird, da sind ja Geburten auch drin. Das sind ja quasi auch, Kinder, ja, die in der Schweiz geboren werden zum Beispiel. Da ist Familiennachzug drin. Und wenn man dann diese Daten mal bereinigt und mal schaut, wie wird geurteilt gegenüber Leuten, die quasi neu in die Schweiz kommen, da sind wir gar nicht bei dieser Schutzquote. Also gut, man muss dann sind wir bei einer Schutzquote von 75%, das sind 25% negativ, oder? Und das ist deutlich höher als Deutschland zum Beispiel. Also da sind wir nicht weniger streng, sondern im Gegenteil, da ist die Schweiz strenger dann als zum Beispiel Deutschland oder Großbritannien. Also gut, im Moment haben wir praktisch gar keine Asylgesuche mehr aus Eritrea. Darum ist die Schutzquote jetzt noch höher als sonst. Aber sie war immer um die 80, Sie sagen jetzt 75%, es kommt ein bisschen auf die Jahreszahl drauf an. Also mindestens 3/4 der Leute bekommen Asyl und das spiegelt, wie Sie richtig sagen, die extrem schwierige Situation in Eritrea. Es gibt keine Verfassung, die in Kraft ist, es gibt provisorische Gesetze, es gibt Willkür, es gibt Menschenrechtsverletzungen und genau deshalb bekommen eben sehr viele Eritreerinnen und Eritreer den Schutz der Schweiz. Was 2016 passiert ist, war eine Praxisanpassung, dass man gesagt hat, die illegale Ausreise aus Eritrea ist per se, oder das allein ist kein Grund, um Asyl zu geben. Es müssen zusätzliche Faktoren dazukommen, weil man einfach wusste, dass es für die Rückkehrer, die sonst kein Problem haben mit dem Staat, außer dieser illegalen Ausreise, die Möglichkeit gibt, A, sich freizukaufen in einem gewissen Sinne und B, diesen Letter of Regret zu unterschreiben und dass diesen Leuten im Allgemeinen nichts passiert. Das war die Erkenntnis, also aus verschiedenen Fact-Finding-Missions.
Deshalb hat man gesagt, das allein ist kein Asylgrund mehr. Selbstverständlich, wenn Sie ein anderes Problem haben mit dem Staat, wenn Sie politisch aktiv waren, wenn Sie schon aufgeboten worden wären aus Altersgründen und so weiter, dann ist das keine Diskussion, dann bekommen Sie weiterhin den Schutz der Schweiz. Das heißt, für Sie wäre dann ganz in Ordnung, wenn jemand, der einem Diktatur entkommen ist und diese ganzen Route hinter sich gebracht hat, ein sogenanntes Regret-Letter zu schreiben, in dem es dann halt steht, ich bedauere es, dann ist es ja im Grunde genommen, ja, jeder, der Eritrea verlässt, ist ja ein Landesverräter. Ne? Er unterzeichnet, ich habe einen Landesverrat begangen und ich bedauere es. Und so geht er dann halt auf den Schoß zu einem Diktatur. Ist das ethisch, moralisch vertretbar? Es geht mir hier nicht um eine moralische Wertung, sondern ich versuche zu erklären, wie das Asylgesetz funktioniert. Das Asylgesetz schreibt vor, dass Sie individuell bedroht oder verfolgt sein müssen im Herkunftsstaat. Dann bekommen Sie Asyl und Sie bekommen eine vorläufige Aufnahme, wenn die Rückkehr unzulässig oder unzumutbar ist. So ist das Asylgesetz. Und wenn Sie das nicht sind, also wenn Sie nicht konkret bedroht sind, real risk, und wenn Sie nicht aus anderen Gründen nicht zurückkommen, dann gibt es rechtlich gesehen gar keine andere Möglichkeit, als dieses Asylgesuch abzulehnen. Ob Sie und ich das jetzt ethisch in Ordnung finden, ist eine andere Frage. Ich erkläre Ihnen nur, wie das Asylgesetz funktioniert. Ich werde mal noch dazu diskutieren. Aber darf ich noch kurz? Es ist ja spannend, man sagt dann, es gibt diese neue Erkenntnis quasi, man hat gemerkt, dass die Leute zurückgehen können, aber da gibt es Ein kleiner Teil. Ja, genau, wir sprechen jetzt von dieser kleinen Gruppe, das ist klar. Aber da gibt es so wenig Informationen, die das wirklich stützen. Also eben, wie gesagt, es gibt diese Interviews, die dann die Schweiz geführt hat vor Ort, die aber offensichtlich von der Regierung arrangiert waren. Das würde ich jetzt als Journalist schon mal sagen, nein, das kann man nicht brauchen, oder als Informationsquelle, weil die Leute ja unter Druck stehen natürlich. Dann gibt es zum Beispiel Einschätzungen von Diplomatinnen, Diplomaten, oder, also die dann in ihren Botschaften sitzen und versuchen, dieses Land zu beurteilen. Dann gibt es Einschätzungen der Regierung, die man da einfließen lässt, wie Sie gesagt haben. Aber so diese wirklich Information, was dann mit den Leuten passiert, also das fällt überall in diesen Berichten. Ich habe schon gesagt, was die Quellen sind für diese Länder. Ich kann es gerne nochmal sagen. Es ist einfach eine Mischung ganz verschiedene Quellen, es sind auch NGOs, es gibt nicht viele, aber es gibt ein paar, die in Eritrea, die es noch aushalten dort, es ist schwierig für die NGOs. Es ist zum Teil sind es Berichte von Exil-Eritreern, es sind sehr viele Interviews, die man auch mit, das wissen Sie, in der Länderanalyse bei Fact-Finding-Missions mit eritreischen Flüchtlingen im Sudan und in Äthiopien geführt hat. Also wenn Sie jetzt sagen, oder Sie sind ein geschickter Journalist, oder Sie sagen, ja, die Gespräche in Eritrea wurden vom Außenministerium übersetzt. Klar, das ist nicht glaubwürdig. Aber Sie wissen so gut wie ich, dass im Rahmen der Fact-Finding-Mission sehr viele Interviews in Äthiopien geführt wurden, im Sudan geführt wurden, und die wurden durchaus von unabhängigen Übersetzerinnen und Übersetzern geführt. Es gibt auch sehr, im Rahmen des Asylverfahrens gibt es sehr intensive Befragungen von Asylsuchenden hier, ebenfalls übersetzt von unabhängigen Übersetzerinnen. Also da haben Sie jetzt schon ein bisschen ein tendenziöses Beispiel ausgewählt. Ja, aber das sind keine Rückkehrer, oder? Sind keine Rückkehrer. Also natürlich gibt es diese Interviews, das ist keine Frage, aber die können ja nicht sagen, was mit ihnen nach der Rückkehr passiert ist. Es gibt kein systematisches Monitoring, das haben Sie richtig gesagt. Es gibt kein systematisches Monitoring, es gibt keinen Staat auf dieser Welt, der monitort die Rückkehrer. Es geht gar nicht, das ist ein souveräner Staat, der würde niemals zulassen, dass wir das systematisch monitoren. Zudem, wir weisen jedes Jahr Tausende von Asylsuchenden zurück, weisen sie aus. Also das SEM wäre 10-mal so groß, wenn wir ein systematisches Monitoring, also ich glaube nicht, dass der politische Wille dafür vorhanden ist. Also es ist einfach nicht umsetzbar. Es gibt ein informelles Monitoring, es gibt Kontakte von den Rückkehrberatungsstellen mit diesen Leuten, es gibt zum Teil Kontakte über die ILOs, über die Botschaften. Wir haben schon Rückmeldungen, aber das sind keine offiziellen. Und wir können sie auch nicht verwenden, weil wir aus Datenschutzgründen die Identität dieser Leute schon gar nicht offenlegen können. Wir können sie auch nicht verwenden, weil es Hinweise auf die Identität geben würde. Die gibt es schon, aber es gibt kein systematisches Monitoring. Da haben Sie recht, ja. Das heißt, können Sie wirklich dann halt, also Sie haben ja vorhin, Sie waren ja mit dem einverstanden, wie ich Staat in dem Sinne halt, also diese Ein-Mann-Regierung beschrieben habe. Können Sie sich dann wirklich vorstellen, dass es in so einem Land, wo es überhaupt kein Rechtssystem gibt, ein Eritreer, der zurückgeschickt wird, in Sicherheit dort leben kann?
Ja, also in diesen Länderanalysen war das schlussendlich die Quintessenz, dass es eine Gruppe gibt von Eritreern, eine kleine Gruppe, die bei denen kein konkretes Risiko einer Gefährdung besteht, grundsätzlich. Ich muss einfach etwas noch dazu sagen. Oder? Es gibt immer wieder diese Fälle von zurückgewiesenen Asylsuchenden, das ist nicht nur bei Eritrea, es gilt auch für andere Länder, die bei der Rückkehr am Flughafen verhaftet werden, vielleicht ins Gefängnis kommen. Und dann kann das verschiedene Gründe haben. Der erste Grund ist, das denken immer alle, dass Sam hat einfach seine Arbeit nicht gut gemacht. Kann vielleicht mal passieren. Ja. Zweiter Grund, im Asylverfahren legen diese Personen sehr oft ihre Identität nicht offen. Sie erzählen uns eine lange, lange, lange Geschichte über ihren Werdegang. Meistens stimmen sie, nicht immer. Sie verschweigen uns zum Teil Informationen. Und wenn sie natürlich in ein Land zurückkehren und mit der Regierung dort aus irgendeinem Grund noch eine Rechnung offen haben, wenn sie ein Delinquent sind und vielleicht deshalb verhaftet werden und uns das im Asylverfahren verschwiegen haben, dann können wir es schlicht nicht wissen. Aber diese Fälle gibt es auch. Ich versuche gerade mich zu beherrschen, weil das einfach, wissen Sie, als Eritreer, was mit Eritreern passiert, wie es in unseren Ländern ist, ist ein völlig anderer, ich bringe halt ein anderes Beispiel, niemand wäre auf die Idee gekommen, vor der Mauerfall Berlin, jemand, der aus der DDR geflohen ist, zurück zu Honecker zu schicken. Das Gleiche hätte man mit keinem Russen, der ja, von Stalin abgehauen ist, dann halt sei es Trotzki oder jemand anderen, hätte man. Warum gerade also von Eritreern, die, ich komme noch dazu, Sie sagen ja gerade eben so eine kleine Gruppe. Welche ist gemeint? Ich kenne diese Gruppe, die nicht potenziell verfolgt wird in dem Sinne. Beziehungsweise andersrum soll man das anpacken. Was sind die Ursachen, weswegen die Leute das Land verlassen? Also ich sage es gerne nochmals, oder? Asylgesetz. Ja. Das Problem ist, Sie haben es selber gesagt, oder? Potenziell verfolgt ist nicht asylrelevant, oder? Bevor Sie mich missverstehen, ich kenne keine eritreische Familie, deren Schwester oder Bruder oder Onkel oder auch jemals im Gefängnis gesessen ist oder nicht ein Folter erlitten hat. Kein eritreische Familie, Punkt 1. Diese Jugendlichen, die hier hinkommen, sie wissen, was sie in Eritrea erwartet. Abgesehen von, ja, sobald man 16 oder 17 ist, ja, sie wissen ganz genau, wo wird die 12. Klasse in Eritrea absolviert? In einem Militärkampf. Das habe ich schon mal gesagt, das gibt es nur bei uns in Eritrea. Bei kleinsten sogenannten Vergehen werden diese Jugendlichen richtig schikaniert, sodass die meisten, sobald sie dann halt einen Weg finden, auch das Land verlassen. Danach ist es nur eine kleine Prozentanzahl, die überhaupt dann halt in den verschiedenen Colleges überhaupt dann halt hingehen kann, um überhaupt ein Studium abschließen zu können. Ja? Aber die meisten werden dann ihr Leben mit diesem unbegrenzten Militärdienst verbringen müssen. Wenn das ist die einzige Möglichkeit, die ein Mensch in Eritrea sein Leben verbringen kann, und das ist für mich, ja, so wie sie dort behandelt werden, das ist ja definiert von der Commission of Inquiry, ja? Das wissen Sie, das sind halt als moderne Sklaverei, wie sie quasi gezwungen werden zu arbeiten. So. Eigentlich ist das für mich ein Grund genug, um das Land zu verlassen. Es ist ja nicht gewollt. Und sie kommen auch nicht dann halt mit Flugzeugen und so weiter. Ich meine, jemand muss ja entweder verrückt sein über ja, Sudan, Libyen und ja, Sie wissen, was in den libyschen Internierungslagern passiert. Da muss es einem wirklich dann halt ja, bis dahin, ja, nur weil das Leben dort nicht mehr zu führen ist, fliehen die Leute. Und wenn jemand kommt, das sind politisch nicht verfolgt, ja, politisch Verfolgte gelten so, ja, die sich politisch aktiv heißt es in Eritrea, wenn jemand überhaupt seinen Mund aufmacht oder gegen diesen unbegrenzten Militärdienst sich wehrt, das ist schon ein Akt genug, um ins Gefängnis zu landen. Und das sind politisch verfolgt. Mit dem Potenzial meine ich, deswegen alle, die eigentlich in diesem unbegrenzten Militärdienst leben, sie haben keine andere Möglichkeit. Nur ein anderes Beispiel, weil es dann halt hieß, es gibt keine Sicherheit, wie die, Sie wissen, die Astrid Johannes, ehemalige Kämpferin, die Frau von einem ehemaligen Ministerium, die 2003 aus Amerika zurückgekehrt ist. Es war ihr versichert worden, es wird ihr nichts passieren und schon vom Flughafen ist sie auch dann halt
ins Gefängnis gesteckt worden. Ich mache es kurz, weil ich sehe, ich dominiere hier, das will ich nicht, das ist nicht freiwillig, aber verstehen Sie? Also ich muss schon noch etwas dazu sagen, ich rede ungern über Asylgesetz oder Asylrecht, aber ich muss es einfach schnell tun. Oder? Sie haben gefragt, wer Asyl oder vorläufige Aufnahme bekommt in der Schweiz, kann ich Ihnen relativ genau sagen. Es sind Leute, die aus dem, also es sind primär Leute, die aus dem Nationaldienst desertiert sind, sich ihm entzogen haben, obwohl sie schon im Alter wären, in dem sie aufgeboten worden wären oder schon aufgeboten wurden. Das ist die absolut größte Gruppe. Aber jetzt rechtlich gesehen bekommen sie nicht Asyl, weil sie desertiert sind oder weil sie den Nationaldienst absolvieren müssen, sondern sie bekommen Asyl, weil ihnen als Deserteure eine unmenschliche Bestrafung droht. Und deshalb gibt es auch diese relativ kleine Gruppe von Menschen, bei denen man sagt, dass das potenzielle Aufgebot für den Nationaldienst, sie haben es noch keins bekommen, weil sonst bekämen sie Asyl, das reicht einfach nicht rechtlich gesehen, um den Leuten Asyl oder eine vorläufige Aufnahme zu geben. Oder das Bundesverwaltungsgericht hat 2018 auch festgehalten, ja, es gibt gravierende Missstände im Nationaldienst, man kann das als Zwangsarbeit interpretieren, aber sie ist, und ich zitiere jetzt ist aus dem Verwaltungsgerichtsurteil, es ist nicht so systematisch, dass man zwingend quasi das erleidet, oder? Ich werte das jetzt nicht, ich sage Ihnen einfach, wie das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat. Also das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, es ist Zwangsarbeit. Nicht, man kann, die sagen, ja, die Schweiz sagt, ja, punktuell das ist Zwangsarbeit. Punkt. Oder das sagen sie in diesem Urteil. Ja. Sie sagen dann, es ist keine krasse Verletzung des Zwangsarbeitsverbots. Was ein bisschen, ja, da fragt man sich schon, was bedeutet das? Was ist eine krasse Verletzung des Zwangsarbeitsverbotes? Also Diese Frage müssen Sie nicht mehr stellen. Vielleicht wissen Sie, also ich habe mich gefragt und ich habe auch niemanden gefunden, keine rechtlichen Experten. So im Kopf habe, haben Sie mit der Systematik argumentiert. Sie haben einfach gesagt, es ist zu wenig systematisch, als dass quasi, also eben, ich bin nicht Sprecher des Bundesverwaltungsgerichts, als dass quasi jeder automatisch oder zwingend von dieser Zwangsarbeit betroffen wäre. Das war, glaube ich, die Argumentation des Verwaltungsgerichts. Ich möchte ein bisschen wegkommen von der juristischen Diskussion und zwar noch einmal zurück zu der Frage, zum Thema Information über Eritrea. Ich stelle sie eigentlich gleich Ihnen, Herr Bach. Herr Zeyer war in Äthiopien, hat neue Informationen, hat sich Informationen beschafft, einen Rechercheartikel dazu geschrieben. Sind diese Informationen etwas Neues für das SEM? Ja, das große Problem ist, dass wir diese Fälle nicht überprüfen können. Wir kennen die Identität nicht dieser Menschen und von dem her, wir können ihre Geschichten nicht rekonstruieren. Aber gut, dass Sie mir das Stichwort liefern. Sie haben vorhin gesagt, Jonas ist, glaube ich, sein Pseudonym, der könne nicht in die Schweiz reisen, weil er dort von den Behörden nicht angehört werde. Da bin ich schon ein bisschen zusammengezuckt. Also erstens, jeder Asylsuchende, der in der Schweiz ein Asylgesuch stellt, ist in diesem Sinne irregulär eingereist. Er bekommt ja kein Visum, um in der Schweiz ein Asylgesuch zu stellen. Und B, das haben wir Ihnen, glaube ich, damals auch beantwortet, selbstverständlich kann er jederzeit ein neues Asylgesuch stellen und dann wird das neu geprüft. Oder? Also diese Geschichte, die können Sie schlicht nicht überprüfen. Ich denke, wir zuerst das Podium machen und dann können wir die Fragen nachher stellen. Und es geht auch nicht darum, es geht darum, eine offene Diskussion zu führen und keine Angriffe zu passieren. Aber jetzt mögen wir die Diskussion weiter gerne. Die Frage kann sie dann nachher stellen. Danke. Ja, vielleicht habe ich mich nicht ganz präzise ausgedrückt vorhin. Was ich sagen wollte, ist, dieser Jonas, der ist jetzt in einem europäischen Land, oder? Und der kann aber nicht auf eine Schweizer Botschaft gehen und da ein Asylgesuch stellen. Aber damit sein Fall neu beurteilt werden könnte und damit Sie oder das SEM halt sagen könnte, ja, der wurde tatsächlich verhaftet und gefoltert, müsste er in die Schweiz kommen. Und da ergibt sich diese kleine Absurdität, dass dieser Mann illegal wieder in die Schweiz kommen müsste, damit die Schweiz sagen kann, ja, wir haben einen Fehler gemacht. Das war mein Punkt. Ja, es gibt kein Botschaftsasyl mehr, das ist schon richtig. Nur Dublin-System, also wenn er in Deutschland ein Asylgesuch stellen würde,
dann wäre er relativ schnell wieder in der Schweiz und die Schweiz wäre wieder zuständig, sein Asylgesuch zu behandeln. Kann ich ihm einen Tipp geben? Man mich schon der Lüge bezichtigt. Ich meine, ohne eine Identität einer Person zu kennen, kann ich wirklich nichts dazu sagen. Also ich würde mich wirklich sehr verwehren gegen diese Aussage. Ja, vielleicht muss man auch sagen, wir hatten natürlich Kontakt zusammen, bevor wir diese Recherche publiziert haben. Und dieses Problem ist natürlich da, oder? Wir haben diese Daten, wir können schlecht alles teilen. Das ist natürlich auch Quellenschutz ein Stück weit. Klar. Da ergibt sich natürlich das Problem, dass eben das Sam das nicht prüfen kann. Oder? Also ich mache Ihnen auch keinen Vorwurf, ich sage nur, es ist ein bisschen schwierig, etwas dazu sagen, wenn wir den Fall nicht kennen. Natürlich, so. Natürlich. Aber diese Absurdität, dass der Mann dann halt in die Schweiz, illegal in die Schweiz wieder kommen muss, das ist schon erstaunlich, oder? Also wissen Sie, wenn Sie jetzt, sorry, noch ein Exkurs, nachher höre ich auf, wenn Sie jetzt das wirklich belegen können, oder er, dass er wirklich misshandelt worden ist, dass irgendwo Fehler gemacht wurden, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, auf der Botschaft ein humanitäres Visum zu beantragen. Und wenn das belegt ist, denke ich, also er ist ja jetzt in Europa, aber ich meine, wenn er noch in Äthiopien wäre, dann gibt es schon die Möglichkeit, so eins auszustellen. Aber eben, es ist für mich schwierig, so im luftleeren Raum wirklich etwas dazu zu sagen. Ich werde dann später noch auf diese Aussage eingehen, aber ich möchte jetzt doch einen Schritt weiter gehen und zu der Praxis der Abweisung kommen und der freiwilligen Rückkehr. Ich stelle es einfach direkt, wie viele Menschen gehen dann doch tatsächlich nach der Abweisung zurück nach Eritrea? Sehr, sehr wenige. Also es sind etwa zwischen 30 und 60, die pro Jahr sogenannt kontrolliert ausreisen und von denen reist etwa die Hälfte wirklich zurück nach Eritrea. Und das sind dann nicht einmal eigentlich die Leute mit dem negativen Entscheid vor allem. Das ist ja noch spannend. Beides. Aber das sind ja diese Zahlen dann, die immer auch in den Medien rumgeistern, das sind diese 50, 60, die zurückgehen. Und dann denkt man, das sind 50, 60 mit negativen Entscheid. Und da haben wir ja dann nachgebohrt und die Zahlen bekommen von Ihnen. Und da zeigt sich, das sind viel, viel weniger mit negativen Entscheid. Also wir können uns auf die Aussage einigen, dass von den Weggewiesenen praktisch niemand zurückgeht. Also dann. Genau. Das sollte man noch einmal wirklich auch betonen, dass eigentlich von den abgewiesenen Eritreer niemand freiwillig dahin geht. Vielleicht kennen Sie auch dann fast niemand. Genau, fast niemand, also ähnliche Versuche gibt es ja dann auch aus Israel, Leute nach Eritrea und deswegen ging es nicht. Und dann hat man halt nach Ruanda, sie werden eigentlich in einem Drittland, also völlig woanders dann halt hingeschickt. Also das machen gewisse Staaten, ja, genau. Es gibt gewisse Staaten, die das Problem lösen, indem sie die Leute in Kairo auf dem Flughafen aus dem Flieger schmeißen und sich selber überlassen, aber das macht die Schweiz also nicht. Da stellt sich aber auch gleich die kritische Frage, wie die Schweiz ohne, und Herr Zeier hat das schon in der Präsentation gesagt, dass es eigentlich keine dokumentierten Fälle aus der Schweiz gibt. Wie kann es dann sein, dass die Schweiz eine Empfehlung macht für die freiwillige Rückkehr, aber dabei kein Wissen darüber hat, wie es doch dann tatsächlich dort aussieht? Ich spiele jetzt wirklich ein bisschen den unsympathischen Beamten, oder? Aber es ist nicht so, dass wir weggewiesene Asylsuchende dazu motivieren müssen, zurückzugehen. Wenn sie eine Buße bekommen, weil sie zu schnell gefahren sind, dann wird sie der Staat auch nicht dazu motivieren, diese zu bezahlen, sondern er wird sie dazu zwingen. Also was diese Wegweisung ist, eine behördliche Anweisung, das Land zu verlassen, der Folge zu leisten ist. Sorry, ich bin jetzt sehr beamtig, oder? Und es ist nicht unsere Aufgabe, die Leute davon zu überzeugen, sondern es ist eigentlich ihre Pflicht, das Land zu verlassen. Oder? Was Sie ansprechen ist, wie können wir quasi die Verantwortung übernehmen, dass diesen Leuten nichts passiert. Und das habe ich vorher versucht zu erklären, das ist das Resultat eines Asylgesuchsprozesses, bei dem man am Schluss unter Einbezug sehr vieler Informationen und Faktoren zum Schluss gekommen ist, nein, diese Person gehört jetzt zu diesen 23 und bei denen es aus unserer Sicht einfach keinen Anlass gibt, ihr Schutz der Schweiz zu gewähren. Was ich mich frage, ist jetzt aus der Perspektive eines Politikers, eines Politikerin, die eigentlich möchte, dass die Leute zurückgehen und dass man sagt, oh, es gibt diese Möglichkeit, es gibt Leute, denen ist nichts passiert. Und Sie auf der anderen Seite sagen, wir haben dieses informelle Monitoring, wir haben diese Fälle.
wieso wird das nicht anonymisiert und publiziert? Wieso spricht man, wenn, falls die wirklich existieren, diese Fälle? Wieso gibt es das? Das habe ich Ihnen vorher gesagt, weil das sind keine offiziellen Informationen. Es gibt auch rechtliche Gründe, warum wir die nicht verwenden können, oder? Und das Problem ist einfach, Eritrea ist das einzige Land, mit dem wir mit den Behörden nicht kooperieren können, im Sinne der unfreiwilligen Rückkehr. Alle anderen Länder funktioniert das mehr oder weniger. Das heißt, in allen anderen Ländern gibt es eine jahrelange Praxis auch der zwangsweisen Rückführung und so gesehen natürlich auch sehr viel mehr Informationen. Sie haben es vorher selber gesagt, es sind gar nicht unbedingt weggewiesene Asylsuchende, es sind zum Teil auch Leute, die Asyl bekommen haben und zurückgehen oder vorläufige Aufnahme bekommen haben und zurückgehen, aus irgendeinem Grund. Und bei denen gehe ich jetzt mal davon aus, dass wenn sie den Schutz der Schweiz haben und trotzdem freiwillig zurückgehen, dass sie dann wahrscheinlich nicht wahnsinnig gefährdet sind. Sonst wäre es dann schon sehr erstaunlich, wenn sie zurückkehren würden. Genau, aber das ist dann eine andere Person. Ist eine andere Geschichte, ja. Genau. Also das heißt, Sie haben gerade eben was Wahres gesagt, also dass mit den eritreischen Behörden, beziehungsweise ja, also die eritreische Regierung akzeptiert ja niemanden, der gezwungen wird, zwangsweise dann halt dort. Das heißt, im Grunde genommen, diese ganze Absurdität wird auf den Rücken der einzelnen Personen, die eigentlich aus ihrem Leben etwas machen könnten, ausgetragen. Das ist sehr schade und das ist einfach sehr traurig. Ich kann das nicht anders ausdrücken. Das ist aber eine ganz andere Diskussion, oder? Also ich komme nochmals mit dem. Für mich das eine hat mit dem anderen sehr wohl zu tun. Ja, es hat schon miteinander zu tun, aber es ist einfach im Asylgesetz so vorgeschrieben. Das können Sie und ich das wieder gut finden oder nicht. Aber es ist so festgehalten, dass wenn jemand einen negativen Entscheid bekommt und eine Wegweisung, diese Person zwingend nur noch Nothilfe bekommt, nicht arbeiten darf, nicht zur Schule gehen kann. Ob das sinnvoll ist oder nicht, können wir nachher noch diskutieren, aber es ist einfach rechtlich, es ist so. Und die Idee war einfach des Gesetzgebers, das sind nicht wir, das ist das Parlament, den Druck auf diese Leute zu erhöhen, damit sie eben dieser Aufforderung, das Land zu verlassen, nachkommen. Funktioniert bei Eritreerinnen und Eritreern nicht. Deshalb haben wir diese wirklich nicht befriedigende Situation von Leuten, die über Jahre in der Nothilfe sitzen, hier keine Perspektive haben. Es ist so wie ein bisschen im Schach, wo keiner sich mehr bewegen kann, oder? Und niemand ist zufrieden. Ich warte. Ich habe mich nur gerade gefragt, Sie haben gesagt, eben, wenn jetzt dieser Jonas, der gehört ja genau zu dieser Gruppe, oder der hat einen negativen Entscheid bekommen und der gehört zu dieser Gruppe, die noch nicht im Nationaldienst war, der nicht desertiert ist. Und wenn jetzt der in die Schweiz kommen würde und das Sam würde sagen, ja, das, okay, der wurde gefoltert, der wurde inhaftiert, was würde dann passieren? Also wenn er das glaubhaft machen könnte, dass das wirklich passiert ist, bekäme er selbstverständlich Asyl. Und was würde im System passieren? Würde das irgendwie was auslösen, was die Asylpraxis angeht? Oder war das ein Einzelfall? Das glaube ich jetzt nicht. Das dann halt zu irgendetwas. Denn für die jetzt existierende Gesetz gibt es ja keine rechtliche, keine politisch überzeugende Gründe. Von daher, warum soll es geben? Nur weil einer, dann wird es auch heißen, ich darf mutmaßen, dann wird es heißen, das sind halt so Einzelfall. Deswegen, dass er gefoltert ist, muss er auch glaubhaft, er muss ja dann auch nachweisen. Vielleicht heißt es dann auch, na, der hat ja keine Narben, er hat sich das nur imaginiert. Also die Schikanerei hat ja also kein Ende. So einfach ist es schon nicht. Also es gab in der, nicht jetzt bei Eritrea, aber es gibt tatsächlich Fälle bei anderen Ländern, wo Einzelfälle, die irgendwie das Ganze ins Rollen gebracht haben, wirklich eine Praxiseinführung ausgelöst, die gab es schon. Also in Sri Lanka war das mal der Fall. Das war temporär, oder? Es war nur ein temporärer Ausschaffungsstopp, glaube ich, oder? Ja, aber es hat die Asylpraxis schon verändert. Also es wurde dann anders beurteilt nachher. Also, aber ob das hier der Fall ist, also eben, wie gesagt, ich kenne ihn ja nicht, von dem her kann ich das schwierig zu sagen. Ich finde es spannend, darüber nachzudenken, ob es nur Verschärfungen in der Asylpraxis gibt oder ob es auch dann Entschärfungen gibt, oder je nach Erfahrungen und Wissensstand. Ja. Also es gibt einfach Anpassungen aufgrund neuer Informationen, die können in beide Richtungen gehen. Und genau da möchte ich auch noch gleich gegen das, sagen wir, Ende gehen, bevor wir das Podium öffnen. Und zwar diese Informationen, was muss ich doch dann tatsächlich... Welche Informationen braucht es dann? Neue Informationen, wie müssen die aussehen, damit das SEM eine neue Praxis entwickeln könnte überhaupt?
Ja, die Frage ist die nach 2016, oder? Vor 2016 ist man davon ausgegangen, dass nur schon die illegale Ausreise bei einer Rückkehr dazu führen würde, dass jemand übermäßig unmenschlich bestraft wird, oder? Dann hat man das geändert, weil man gesagt hat, wir sehen das jetzt nicht mehr so aufgrund der neuen Informationen. Wenn man jetzt wieder sagen würde, okay, es gibt jetzt wirklich gesicherte Informationen darüber, dass jeder, der zurückkommt, sofort inhaftiert und gefoltert wird, dann müsste man die Praxis natürlich wieder anpassen. Aber darf ich dann gleich so sagen, das stimmt einfach nicht, dass die illegal ausgereist sind bis 2016 bestraft und danach nicht. Das stimmt einfach nicht. Ich weiß nicht, woher Sie diese Information haben. Jeder, der illegal Eritrea verlassen hat, der wird bestraft. Eben. Die Strafe, wann die Strafe kommt, weiterhin meine ich, wann die Strafe kommt, es mag sein, dass halt nicht sofort in den ersten 2-3 Monaten, aber später. Es ist genauso, wenn Sie neben einem Vulkan leben, der immer wieder repetitiv ausbricht. Da können Sie dann sagen, naja gut, 2 Wochen lang gab es keinen Ausbruch, du kannst trotzdem noch da leben. Das ist die Problematik. Ja, aber das Problem ist, also yeah. Das Entscheidende ist ja nicht die Bestrafung, sondern das Entscheidende, ich bin wieder der Beamte, ist die Art der Bestrafung, oder? Also Desertion ist ausdrücklich ausgenommen im Asylgesetz als Asylgrund. Also der Gedanke dahinter des Gesetzgebers ist, dass er sagt, wenn jemand desertiert, egal jetzt aus welchem Staat, wird er natürlich dafür bestraft. Oder? Die Frage ist nur, wie er bestraft wird. Oder? Nee, zum einen, Desertation wäre für mich, wenn jemand, die Proklamation von 1992 war ja National Service, beträgt 18 Monate. Wenn jemand innerhalb von diesen 18 Monaten desertiert, dann ist es für mich eine Desertation. Ansonsten, klar. Die Regierung ist ja die, die sich ungesetzlich verhält. Wenn jemand also aus dem unbefristeten Nationaldienst flieht, ist keine Desertation in dem Sinne, die jetzt die Schweizer Regierung dann halt versucht als solche und um gleich dann, Desertation gilt nicht als politische Verfolgung zu gelten. Aber das Asylgesetz spricht ja nicht nur, politische Verfolgung ist einer der möglichen Asylgründe. Oder schlussendlich geht es darum, sind Sie bei einer Rückkehr individuell bedroht, verfolgt, von Menschenrechtsverletzungen bedroht. Das ist der Punkt. Das muss nicht nur, weil sie politisch aktiv gewesen sind. Also wenn sie in Eritrea den Nationaldienst verlassen haben, ob es desertiert oder verlassen ist, ja Wortklauberei, und in die Schweiz kommen und wenn sie zurückgehen würden, würden sie als Deserteur angeschaut von der eritreischen Regierung. Fall. Das ist richtig. Und dann würde ihnen eine Bestrafung drohen, die unter keinen Umständen akzeptabel ist. Richtig, ja. So, deshalb bekommen diese Leute Asyl. Okay, so jetzt habe ich begriffen, was Sie meinten. Mal eine andere, bitte. Ich möchte eigentlich noch einmal nachhaken, und zwar beim Punkt, dass, ich muss es ein bisschen umformulieren, wie muss das aussehen, wie muss diese neue Information ausgestaltet sein, weil wir haben jetzt diese neue Information, oder respektive, sie war vielleicht schon vorhanden beim SEM, durch die Recherche entdeckt von Herrn Zeier und Reflekt. Und da stellt sich auch noch einmal die Frage, wie muss das SEM überhaupt angesprochen werden, Informationen haben, generieren, um auf eine neue Praxis hingehen zu können? Das kann ich Ihnen nicht in einem Satz beantworten. Es gibt da wirklich verschiedenste, also wir kennen den Fall aus Ihrer Reportage, aber wie gesagt, wir kennen die Identität dieser Personen nicht. Also wir können das nicht überprüfen. Also wenn, dann müsste er wirklich ein neues Asylgesuch stellen, das belegen, was offenbar oder vermeintlich ihm passiert ist, und dann würde das geprüft. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt Möglichkeiten, dass man einfach aufgrund von Berichten aus dem Land, von Fact-Finding-Missions, von NGO-Berichten, einfach neue Informationen bekommt, die sich auf die Asylpraxis auswirken. Ich kann es Ihnen nicht in einem Satz beantworten. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Sie haben ja angesprochen, dass ein Teil der Informationen, die das SEM hat, die kommt von den Rückkehrberatungsstellen, oder? Zum Beispiel, ich glaube, die sind ja am nächsten dran, wahrscheinlich an den Leuten. Wir haben versucht, mit möglichst vielen kantonalen Rückkehrberatungsstellen Kontakt aufzunehmen. Wir haben oft gehört, ja, eigentlich das SEM sei verantwortlich, lustigerweise, und die konnten uns ja nicht viel sagen. Einige Stellen waren ein bisschen offener und haben aber auch gesagt, dass eigentlich dieses Monitoring gar nicht gefördert wird, dass man denen nicht sagt, schaut doch, wie geht es den Leuten, die da zurückschickt, oder? Also da frage ich mich schon, wieso macht man das nicht? Zumindest, okay, es gibt kein offizielles Monitoring, klar, das geht nicht, weil Eritrea das vielleicht nicht mag,
Aber wieso fördert man nicht zumindest dieses informelle Monitoring? Also wieso, das wäre gar nicht so schwierig wahrscheinlich. Oder man könnte eine Telefonnummer. Die haben ganz, Sie. Ja, aber wieso funktioniert das? Sie haben eine Telefonnummer der Schweizer Botschaft in Khartoum. Sie können sich dort melden. Das haben Sie. Aber unsere Möglichkeiten enden wirklich an der Grenze zu Eritrea. Wir können in Eritrea nicht monitoren. Es geht einfach nicht. Es ist ein souveräner Staat, der das niemals zulassen würde. Wir stoßen auch an Umsetzungsprobleme. Aber diese Leute sind informiert. Sie können sich grundsätzlich melden bei der Schweizer Botschaft, wenn irgendetwas vorfällt. Also, sorry, aber dort enden einfach unsere Möglichkeiten. Aber hat denn nicht die Schweiz die Verantwortung, dieses, also aktiv zu schauen, was mit den Leuten passiert? Nein. Also, das sehen Sie nicht so, ja. Nein, Sie werden keine Asylbehörde weltweit finden, die findet bei einem Asylsuchenden, bei dem man zum Schluss gekommen ist, dass er nicht gefährdet ist, ihn weggewiesen hat, sind wir nicht, ist, enden wirklich unsere Verantwortung, ja. So unsympathisch wie das tönt, aber sie endet hier. Ich verstehe nur die Logik nicht ganz, dass man dann Interviews in Eritrea führt, die vom Staat organisiert werden, aber nicht versucht, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen, die man ja eigentlich in der Schweiz hatte, oder? Ich sage Ihnen das, ja, wir führen sehr viele Interviews in den Nachbarländern, in Eritrea. Das haben aber Sie ja selber gesagt, es ist völlig unmöglich. Es ist völlig unmöglich, jeder, der mal in Eritrea war, weiß das, in Eritrea objektive, unabhängige Gespräche, es ist unmöglich, es geht nicht. Aber ich meine, die Leute haben ja Internet und man kann die über WhatsApp, also man kann die tatsächlich über WhatsApp kontaktieren teilweise, man kann die über Telefon kontaktieren teilweise. Sie finden, falls wir müssen das tun, ich habe Ihnen erklärt, warum wir es nicht tun. Ich glaube, wir müssen es bei denen bewenden lassen. Genau, gut. Dann möchte ich das Podium eigentlich gerade fürs Publikum öffnen, falls sich Fragen ergeben. Ich denke, es gibt viele Fragen. Mir ist noch kurz wichtig zu sagen, einfach noch einmal, das Politforum ist ein offener Ort, ich habe es zu Beginn gesagt, für uns sind respektvolle Diskussionen mit auch verschiedenen Meinungen sehr wichtig, gerade auch bei emotionalen Themen. Wir hatten schon mehrere solche, unter anderem zum Thema Staatenlosigkeit, wo auch Behördenvertreter waren, direkt Betroffene, Anwälte, das Gleiche bei Sinti und Jenischen. Also ich möchte Sie gerne bitten, im Interesse aller auch Ihre Fragen respektvoll zu stellen und keine der Teilnehmenden persönlich anzugreifen. Danke. Ich wollte eigentlich nur die Frage stellen, Sie haben kurz Sri Lanka angesprochen. Das sagt mir allein nichts. Können Sie noch ein bisschen erklären, was da passiert ist? Nimmt mich Wunder. Gut, das ist eine alte Geschichte. Ich kann Ihnen das Jahr jetzt auch nicht aus dem Kopf aufzählen. Das ist sicher 10 bis 15 Jahre her. Da hat man einfach da man die Ausgangslage zweier Asylsuchender im SEM falsch eingeschätzt. Also man ist zu einem mangelhaften Asylentscheid gekommen. Die mussten zurück, wurden verhaftet und gefoltert. Und das hat man aufgearbeitet. Das wurde, glaube ich, sogar von einer externen Kommission aufgearbeitet. Und hat wirklich, wie Sie gesagt haben, zunächst zu einem Aussetzen der Rückkehr geführt und danach oder parallel dazu zu einer Änderung der Asylpraxis. Man war unvollständig informiert oder hat es falsch interpretiert. Aber es war wirklich weit vor meiner Zeit. Also im Detail kann ich es Ihnen nicht sagen. Und ich glaube, man hatte da den Vorteil, dass gewisse internationale Organisationen vor Ort waren, die dann natürlich das auch aufarbeiten konnten. Das ist eines der Probleme in Eritrea. Genau. Klar. Dann ist diese Frage beantwortet. Ich möchte auch noch gleich anhängen, online Fragen zu stellen. Ich habe da ein Bildchen vor mir, ich kann das gut dann einbringen. Danke. Ich habe auch eine Frage an Herrn Bach. Wie immer. Nämlich, haben wir jetzt sehr viel juristisch argumentiert und mich nimmt jetzt einfach noch Wunder, was das Interesse, das politische Interesse der Schweiz ist, all diese jungen Menschen in der Nothilfe in der Schweiz hier leben lassen, weil das ist ja jetzt unsere Realität. Und wieso tut die Schweiz das? Ja, da bin ich eben wirklich der Falsche für diese Frage, oder? Also das wurde vom Parlament im Gesetz so festgeschrieben. Ich habe Ihnen gesagt, was die Motivation da hier, oder so, mindestens wurde es so kommuniziert, die Motivation war, Leute, die unser Land verlassen müssen, dazu zu bewegen, mit Druck unser Land zu verlassen. Es funktioniert im Fall von Eritrea nicht. Aber warum das Parlament, also fragen Sie einen Parlamentarier. Ich kann vielleicht hierzu noch sagen, wir haben auch verschiedene Parlamentarier angefragt für die Teilnahme an der Diskussion. Sie hatten leider
keine Zeit oder andere Verpflichtungen. Da wären Sie die richtigen Ansprechpersonen gewesen. Ich habe zu dieser Frage noch eine Anschlussfrage, die jetzt wirklich das SEM betrifft. Also die Praxisänderung des SEM wurde ja im Juni 2016 eingeführt. Und jetzt hat man beim SEM den empirischen Wert in den folgenden Jahren, dass niemand freiwillig zurückkehrt. Was macht man mit diesem Wert? Also das kann ja nicht sein, dass das SEM unberührt bleibt von dieser Situation. Also meinen Sie jetzt emotional oder juristisch? Nein, also Spaß beiseite. Wir kennen uns, darum kann ich einen Witz machen. Ich bin trotzdem der Falsche. Also ich gebe schon eine Antwort, aber auch hier, oder ich habe es gerade vorhin gesagt, der Gesetzgeber hat das so definiert. Oder? Es funktioniert nicht, es ist unbefriedigend, aber es gibt ganz offensichtlich keinen politischen Willen, das zu ändern. Es gab verschiedene, Sie wissen das auch, es gab verschiedene Vorstöße im Parlament, die das versucht haben. Es gab von linker Seite immer wieder parlamentarische Vorstöße, die wurden im Bausch und Bogen pulverisiert, ich kann es wirklich nicht anders sagen. Es gibt keinen politischen Willen im Moment, an dieser Situation etwas zu ändern, die unbefriedigend ist, aber es gibt keinen politischen Willen. Könnte nicht das SEM als Urheberin? Der Urheber, wir haben dieses Gesetz nicht erlassen. Die Praxisänderung? Ja, aber die Praxisänderung hatte nichts mit der Rückkehr zu tun. Die Praxis, oder? Vielleicht können wir dann noch kurz die Rückfrage und dann vielleicht können Sie auch die Diskussion noch später weiterführen, dass wir noch ein, zwei andere Fragen nehmen können. Wollen Sie noch kurz fertig fragen, oder? Eine Frage noch. Okay, also die Praxisänderung verantwortet das SEM. Und ich meine, eben, sie muss ja beobachten, was jetzt mit der passiert. Und da kann man sich nicht aus der Verantwortung stehlen, auch wenn die Politiker sagen, diese Leute wollen wir nicht hier, ja. Ja, wissen Sie, die Praxisänderung bezog sich in einem ersten Schritt darauf, wer bekommt weiterhin Asyl. Und die Praxisänderung bezog sich in einem zweiten Schritt, inwiefern ist eine Rückkehr zulässig, zumutbar, machbar. Das sind unsere Kriterien. Dort haben wir etwas angepasst, auch das Bundesverwaltungsgericht. Aber wenn wir zum Schluss kommen, diese Personen haben kein Recht darauf, in der Schweiz zu bleiben, dann greift eben das Asylgesetz, oder? Also wir haben nicht die Leute, wir sagen nicht, die Leute können zurückkehren, damit sie in die Nothilfe kommen, sondern wir sagen, die Leute können, also gewisse kleine Gruppen können zurück und dann fallen sie in die Nothilfe, weil es das Gesetz einfach so vorsieht, oder? Ich weiß, ja. Es ist unbefriedigend, aber es ist einfach so. Darf ich nur ganz kurz eine Nachfrage? Sie sprechen vom politischen Willen und uns ist allen bewusst, es gibt diesen politischen Willen, auch Leute zurückzuschicken. Aber gibt es auch einen politischen Einfluss, also hat die Politik Einfluss auf die Praxisänderungen im SEM? Und falls ja, wie funktioniert das? Also ich wüsste nicht, wie die Politik, die Politik hat einen Einfluss darauf, ob Gesetz, also dieser Artikel, dass die Desertion gestrichen wurde als Asylgrund, oder? Der war sicher politisch motiviert. Also das Gesetz spiegelt ja irgendwo durch immer die politische Mehrheit im Land, oder? Aber dass jetzt Politiker auf uns Einfluss nehmen und sagen, so lieber Sam, jetzt werft ihr mal mehr Eritreer wieder raus, also das passiert nicht. Das können Sie ganz also sicher... Also ich habe es jedenfalls nie erlebt. Weil es ist schon komisch mit diesem, also je mehr das thematisiert wurde, desto mehr wurde das verschärft. Und das, also... Ja klar, das mag natürlich ein... Oder Frau Somaruga hat ja damals, ich glaube 2015 oder so gesagt, es ist unvorstellbar, dass Eritreer zurückgeschickt werden, oder? Dann gab es diese Praxisänderung 2016 aufgrund einer neuen Informationslage, da war immer noch Frau Somaruga Bundesrätin, und 2018 bei der Praxisänderung war immer noch Frau Somaruga, also ich will nur damit sagen, es gab keinen Wechsel an der Spitze unseres Departementes und dann wurde mit dem Vorschlaghammer alles klein gehauen. Es waren die gleichen, mindestens im Departement die gleichen Verantwortungsträger. Aber es gab natürlich im Parlament deutlich mehr Druck in dieser Zeit, oder man hat angefangen davon zu sprechen, dass man die Leute langsam... Ja. Aber wissen Sie, wenn wir anfangen würden, die Gesetze politisch auszulegen, dann würden wir sehr schnell zurückgepfiffen vom Bundesverwaltungsgericht. Also da habe ich schon trotz allem noch genügend Vertrauen in unseren Rechtsstaat. Darf ich fragen, um wie viele Eritreer es sich handelt eigentlich, um die wir gerade reden? Wie viele sind es ungefähr?
zahlenmäßig. Welche meinen Sie? Die Eritreer, die gezwungen werden, zurückzukehren. Also es wird ungefähr ja niemand gezwungen, weil es ja nicht funktioniert. Ja. Also, wir kommen weiter mit den Fragen. Moment. Also ich meine, es waren seit der Einführung, also seit die ersten Eritreer in die Schweiz kamen, waren es glaube ich etwa 7.000, die einen negativen Entscheid bekommen haben. Es sind aber viele Doppelentscheide dabei, es waren zum Teil auch die gleichen Personen. Ich möchte gerne die Diskussion weiter für das Publikum öffnen, deshalb gebe ich wieder frei für Fragen. Genau, und es gibt auch andere spannende Teilnehmende, Alma Serai, die sich engagiert, und auch Christian Zeyer zu seiner Reportage. Und ich denke, wir haben schon viel über das SEM und die Gesetzeslage diskutiert. Sie können gerne Fragen stellen, aber ich denke, es gibt auch spannende Fragen zur Recherche. Das einfach noch als Hinweis. Es ist ja schon sehr spannend, das wird ja auch in der Recherche angesprochen, der neueste Länderbericht zu Eritrea, den das SEM selbst verfasst hat zuhanden des European Asylum Support Organization. Und dort krebst ja das SEM ganz klar zurück in Sachen Rückkehr. Es sagt, wenn man die Verhältnisse mit der eritreischen Regierung geregelt hat, nämlich die drei Konditionen, Reuebrief unterschreiben, Diaspora-Steuer zahlen, was Leute in der Nothilfe ohnehin nicht können, also sind sie für den eritreischen Staat vollkommen uninteressant, und dann noch die ganzen familiären Verhältnisse offenlegen, also wer lebt wo, was in einem Überwachungsstaat nicht ungefährlich ist, dann erhält man den Diaspora-Status. Das SEM sagt jetzt selbst, nach 6 bis 12 Monaten erlischt dieser Diaspora-Status und dann wird diese Person wieder ganz wie ein Eritreer behandelt. Also nach dem eritreischen Gesetz. Das heißt, wir haben jetzt hier ganz, ganz viele Leute in der Nothilfe, die im militärdienstpflichtigen Alter sind und wo das SEM ganz genau weiß, auch wenn die Frau vielleicht noch geflohen ist, bevor sie vergewaltigt wurde im Militärdienst. Ja, ist gut, du musst mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Auf jeden Fall, eben schon vorher gegangen ist, das SEM weiß ganz genau, die werden wieder eingezogen, der Nationaldienst verletzt, Artikel 3 und 4 Menschenrechtskonvention. Wie geht das, Herr Bach? Wie schlafen Sie ruhig? Jetzt wusste, dass diese Frage noch kommt, ob ich noch schlafen kann. Die kommt an jedem Podium. Ich schlafe sehr gut, danke. Ich habe es schon erklärt. Also die Möglichkeit, für den Nationaldienst aufgeboten zu werden, ist kein Asylgrund. Es ist einfach so. Das wurde von uns irgendwann einmal so, also die Praxis wurde irgendwann mal so angepasst und das wurde vom Verwaltungsgericht x-fach bestätigt. Der Nationaldienst an sich reicht einfach als Bedrohung der Menschenrechte nicht. Und es ist nicht so, dass irgendjemand sagen würde, das ist Friede, Freude, Eierkuchen. Das hat ja das Bundesverwaltungsgericht auch gesagt. Es gibt dort große Probleme, es gibt sexuelle Übergriffe, es gibt Formen von Zwangsarbeit, aber es ist juristisch gesehen einfach nicht systematisch genug, jetzt ein bisschen zynisch gesagt, um den Leuten in der Schweiz Asyl zu geben. Ob Sie das gut finden oder nicht, es ist einfach die rechtliche Lage im Moment. Ich möchte einfach noch anhängen, das war eine grenzwertige Frage. Ich würde gerne vermeiden, dass persönliche Angriffe stattfinden bei Fragen, und wir sind wirklich sehr offen für diskutable Fragen, aber vermeiden Sie bitte persönliche Angriffe. Wir können die Diskussion dann nachher weiterführen. Ich möchte Sie bitten. Wir schlafen teilweise auch nicht mehr gut, weil wir sehen, dass es den Leuten konkret geht. Deshalb habe ich mir erlaubt, diese politisch völlig unkorrekte Frage zu stellen. Und jetzt werde ich den Mund halten. Ich möchte Ihnen nicht den Mund verbieten, aber für eine respektable Diskussion ist es halt notwendig, dass wir auf einer gewissen Ebene diskutieren können. Vielen Dank. Nein, das weitere einfach, Fragen. Einfach Respekt, also ist nicht politisch. Es wurde vorhin ja gesagt, man solle nicht Fragen stellen, die eigentlich das SEM nichts angehen. Ich habe mal die Zahlen vom SEM rausgenommen. Es sind
Von 2002 bis 2004 waren 71,5% der Asylsuchenden waren Erwachsene. 2005 bis 2009 waren es 76,8%, 2010 bis 2014 waren es 62% und 2015 bis 2019, das sind 5 Jahre, waren es noch 8,5%. Also über 90% der Asylsuchenden sind hier geborene Kinder. Und das heißt, es sind im letzten Jahr, und das zeigt den Erfolg der Praxisänderung, im letzten Jahr sind noch etwas über 150 erwachsene Männer haben Asyl gesucht in der Schweiz, Sämtzahlen, etwa 400 Frauen. Wenn man dann schaut, wie die Erfolgsquote ist, dann sieht man, dass die Erfolgsquote natürlich logischerweise eine hohe ist bei Leuten, die aus Familiennachzug oder hier geboren sind, weil ihre Eltern haben ja das Asyl oder die vorläufige Aufnahme noch. Ich komme deshalb in meinen Rechnungen auf ungefähr 50 oder sogar weniger als 50% für die Erwachsenen. Und darum frage ich Sie, Herr Bach, Sie erzählen seit langem schon wieder, immer wieder diese hohe Erfolgsquote. Hat das die Wirkung, die Politik so zu beeinflussen, dass die Politik immer noch glaubt, wir haben diese vielen Schwarzen hier, die unsere Zivilisation bedrohen? Oder was ist der Grund dahinter, dass man immer dieselben nicht exakten Zahlen oder Zahlen zeigt, die eben nicht der Wirklichkeit entsprechen? Es sind Danke. Kinder, die hier durchkommen. Die Erwachsenen kommen sehr wahrscheinlich praktisch nicht mehr durch. Die hat man mit den 3 Entscheiden des Bundesverwaltungsgerichts, hat man die effektiv daran gehindert, überhaupt noch Asyl zu erhalten. Danke. Auch diese Frage kommt immer, die mit den Kindern und den Nichtkindern. Also nochmals, es ist übrigens keine Erfolgsquote, sondern eine Schutzquote. Also das Wort Erfolgsquote kommt von Ihnen, nicht von mir. Nochmals, ich antworte ganz unbeantwortet und undifferenziert. Als ich das letzte Mal mit unserem Länderanalysten gesprochen habe, er aus Eritrea, ich habe stundenlang mit ihm über die Situation dort gesprochen, und er hat mir irgendwann gesagt, wenn du jetzt in Eritrea bist, es sind alle weg. Es sind alle weg. Alle, die irgendwie weg können, sind weg. Und das spiegelt sich, ja, sie sagen warum? Natürlich, weil man keine Perspektive dort hat, weil es eine Diktatur ist, über das müssen wir nicht diskutieren. Was ich damit sagen will, es kommen wirklich fast keine neuen, in Anführungszeichen, Asylsuchenden mehr. Was jetzt exakt die Gründe sind, Ihre These ist, es ist die Praxisänderung, die Aussage meines Kollegen hat in eine andere Richtung gedeutet. Das ist übrigens in den anderen Ländern auch so. Also es kommen praktisch keine Asylsuchenden mehr, also ja, sehr wenig Asylsuchende aus Eritrea. Aber die Gründe sind ja wohl, glaube ich, klar. Also zum einen, ich darf nur eine Zahl nennen, seit dem sogenannten Friedensschluss zwischen Eritrea und Äthiopien sind ja fast 90.000 Eritreer Richtung Äthiopien geflüchtet, das ist das eine. Mhm. Die Route über den Sudan, Libyen ist ja so schrecklich ohnehin, dass diese Route hätte nie geben dürfen, finde ich persönlich, weil alle, die durch diesen Weg gekommen sind, können fast kein normales Leben führen. Und wenn sie das können, dann sind sie wirklich dann Helden dieser Erde. So, die begründen, so, wir haben mit dieser Politik die Leute abschrecken können, das ist nicht, glaube ich, der Grund, sondern ja, woanders fühlen sich einfach die Flüchtlinge, gehen sie nach Uganda, ja, Juba, Südsudan und so weiter, überall sind Eritreer. Mhm. Ja, Europa hat ihre Attraktivität sozusagen schon längst verloren, aufgrund natürlich halt die Praxis, die auch abschreckend ist, aber nicht nur das, sondern die Route, die ist nicht mehr... Da bin ich voll bei Ihnen. Also es gibt seit langem eine riesige Diaspora von Eritreerinnen und Eritreern im Sudan und in Äthiopien. Und sehr viele machen sich nicht auf den Weg, da bin ich völlig bei Ihnen, weil diese Route durch die Sahara ein einziger Horrortrip ist. Schlicht und einfach. Also wir haben ja mit vielen Leuten gesprochen, die vor kurzem aus Eritrea nach Äthiopien geflohen sind. Und deshalb erstaunt mich die Aussage Ihres Kollegen ein bisschen, weil ich glaube nicht, ich habe nicht gesagt, sie sind alle in Europa, ich sage nur, sie sind nicht mehr ja, in Eritrea. Ja, ich glaube nicht, dass der Grund ist, weil jetzt alle weg sind aus Eritrea, sondern es gibt ganz, ganz viele Leute, die eigentlich noch nach Europa kommen möchten. Das geht aber halt nicht, weil, glaube ich, 90% unserer Gesprächspartner haben uns gesagt, das Mittelmeer ist zu.
Oder? Also das ist schon krass. Wenn, ja, das ist wenn, wenn das jemand eine. Das sagt, das Mittelmeer ist zu, dann heißt das, Europa hat es geschafft, das Mittelmeer abzuriegeln, eigentlich mit der europäischen Politik. Oder? Das ist der Grund, dass die Leute nicht kommen. Ja. Das ist der eine. Der andere ist, dass sie das gar nicht erst versuchen, bis zum Mittelmeer zu kommen. Oder? Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Weitere Fragen? Okay, also ich denke auch, jetzt ist es im Kanton Bern vor allem Nabe und jetzt müssen viele ins Rückkehrzentrum gehen. Neue Asylpraxis im Kanton Bern. Und viele müssen ins Rückkehrzentrum gehen und dort ist es schwierig zu leben. Und ich kenne auch viele Geflüchtete und ich kenne auch einen Kollegen, der ein Geflüchteter hat mir gesagt, alle Iraner, fast, also nicht alle, fast alle Iraner bekommen negativ. Und er hat gefragt, warum? Warum bekommen so viele iranische Leute, Kurden, Tschiken und einfach Leute aus dem Iran negativ? Ich denke, die Frage ist gestellt. Also ich gebe sie gerne weiter. Also ich weiß die Schutzquote jetzt nicht gerade auswendig aus der Leute aus dem Iran, aber dass alle negativ Bescheid, das ist also das stimmt ganz sicher nicht. Iran ist eines der Länder mit einer hohen Schutzquote, aber wie hoch sie ist, weiß ich nicht auswendig. Ich denke auch auf die Diskussion haben Sie sich nicht unbedingt vorbereitet im Iran, nein. Deshalb lasse ich das jetzt stehen. Kann ich aber nachher noch nachschauen, wenn Sie möchten. Gibt es noch weitere Fragen? Also ich würde auch gerne auf den bösen Beamten los am liebsten, aber ich tue es jetzt nicht so. Auch noch. Es ist immer so. Ich hätte noch eine Frage an Chris. Und zwar, also wie wir jetzt ein bisschen mitbekommen haben, kommst du mit deiner Recherche wohl beim SEM, oder kannst du dort die Asylpolitik nicht groß beeinflussen? Hast du das Gefühl, du kannst auf politischer Ebene etwas bewirken? Also so, dass vielleicht die linken Parteien einen Vorstoß im Parlament jetzt anstrengen? Damit das Asylgesetz angepasst werden könnte? Also ich muss sagen, das ist sicher nicht das Ziel. Also was wir machen, was unsere Idee ist, ist, wir sammeln Informationen, die andere nicht gesammelt haben. Also das ist unser Ziel. Unser Ziel ist nicht, die Politik zu beeinflussen in diesem Sinne. Auch wenn Sie mich kurz als tendenziösen Journalisten dargestellt haben. Aber wie gesagt, Sie sind ein geschickter Journalist. Ja, das ist etwas ganz anderes. Mit einem kleinen Unterton. Aber das ist sicher nicht das Ziel. Das Ziel ist einfach, eine gute Informationslage für die Entscheidungen zu liefern. Eigentlich. Was die Menschen und die Behörden dann damit machen, ist letztlich nicht unsere Aufgabe, denke ich. Natürlich ist es für uns interessant, wenn das wahrgenommen wird, was wir machen. Und wenn es halt auch darüber hinaus wahrgenommen wird, dass man nicht einfach sagen kann, das sind halt Einzelfälle, die man nicht belegen kann, sondern ja, wenn daraus etwas entsteht, wo man vielleicht so einen Fall hat, den man wirklich dann mal auch über das SEM belegen kann. Das wäre natürlich schon interessant, also aus der Rechercheperspektive, denke ich. Beantwortet das die Frage? Vielleicht anders gefragt, hast du Rückmeldungen von Politikern erhalten, die sagen, danke für deine Recherche, ich greife das auf, wir haben endlich etwas Greifbares jetzt. Reichen wir einen Vorstoß ein? Also wir haben viele Rückmeldungen bekommen. Es ist natürlich schon ein bisschen so, dass das dann eben die klassischen Lager sind quasi. Also die Leute, die sich dann bestätigt fühlen, die finden das interessant. Und die Leute, die dann eher sagen, oder die immer anderer Meinung waren, die sagen dann, ja, das sind halt Einzelfälle, das ist nicht so relevant. Was wir aber schon gemerkt haben und gehört haben, dass zum Beispiel eben, dass das wahrgenommen wird innerhalb des SEM, dass es wahrgenommen wurde innerhalb des Bundesverwaltungsgerichtes auch, die Recherche. Aber eben nochmal, was dann die Politik daraus macht, ist letztlich wirklich, glaube ich, nicht unsere Aufgabe. Ja, ich denke, hier endet eigentlich, also mit Veranstaltungen wie diesem, natürlich mit das Thema weiterverfolgen, klar, das ist ein Teil, aber damit endet eigentlich unsere Aufgabe, denke ich. Ich möchte noch eine Frage online aufgreifen. Sie ist ein bisschen lang formuliert, aber ich lese sie trotzdem vor. Zitat, es wurde ja gesagt, dass Jonas einen negativen Entscheid erhalten hat, weil er nicht bereits im Nationaldienst war.
Es kann aber bei Eritrea grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass wenn Jonas zurückkehren würde, in den Nationaldienst eingezogen werden würde. Genügt also das Wissen darum, dass der Nationaldienst klar die Menschenrechte verletzt, nicht als Grund, dass eine Rückkehr nach Eritrea den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt? Also sofern ich die Frage verstanden habe, also ich habe sie, glaube ich, schon mehrfach beantwortet. Nein, der potenzielle Einzug in den Nationaldienst reicht nicht. Ich wollte noch einmal fragen, obwohl ich das vorhin gefragt habe, der Nationaldienst, der in Eritrea praktiziert wird, ist ja eigentlich gesetzwidrig, auch nach dem eritreischen Gesetz. Warum stützen Sie dann Ihre Argumente auf diese gesetzwidrige Praktik? Wissen Sie, ob das eritreische Praxis. Recht verletzt ist, für uns nicht ausschlaggebend, sondern die Frage ist, verletzt es die Menschenrechtskonvention? Nee, weil es so tut, habe ich das so gemacht. Nicht, weil mich das interessiert, dass eritreische Gesetze, nein, deswegen. Also schlussendlich ist es ja, weil es Menschenrechten verletzend ist. Genau. Ja, die Leute, die absolvieren ja nicht die 18 Monate. Jede Eritrea ist bereit, diese 18 Monate Nationaldienst zu machen. Keiner würde irgendwie ohne Augen zucken, wird jeder das machen. Aber das ist ja das, weil es dann darüber hinaus geht, für 10 Jahre, 20 Jahre. Dagegen sind die Leute. Und wenn Sie diese 18 Monate gleichsetzen mit diesen Unbegrenzten, da habe ich meine Schwierigkeit, deswegen habe ich nochmal gefragt. Nein, dass dieser Militärdienst oder dieser Nationaldienst zeitlich unlimitiert ist, das wissen wir. Das ist nichts. Also, wie ich sage, ich habe nie gesagt, er sei auf 18 Monate limitiert. Nein, was. Ich denke, die Frage, um sie ein bisschen aufzugreifen, umformulieren, weil wir ein bisschen gegen das Ende steuern, ist: wieso reicht es nicht? Wieso reicht es nicht, dass. Aber um Sie nochmals zu zitieren, es gibt Zwangsarbeit, es gibt sexuelle Übergriffe, es gibt Menschenrechtsverletzungen, aber sie sind nicht so systematisch, dass es für jede Person, die zurückgeht, dass sie quasi zwingend in die Lage kommt, dass ihre Menschenrechte, ihre Bürde verletzt wird. So, das war die Argumentation. Aber das betrifft doch jeden Eritreer, gesetzlich über 18, sogar. Jeder muss in den Nationaldienst, aber nicht jeder, so das Bundesverwaltungsgericht, ist zwingend von Menschenrechtsverletzungen im Sinne des Asylgesetzes betroffen. Das Bundesverwaltungsgericht muss uns sofort einladen dabei. Nee, ernsthaft. Ja, fragen Sie nach, dass das, weil das einfach für mich, weil die Realität, die wir sehen. Es gibt eine ellenlange Begründung. Lesen Sie sie mal. Ich denke, ich muss das jetzt abschneiden. Genau. Aber es stimmt schon. Lesen Sie es mal. Es ist spannend, weil wenn man das wirklich liest und auch ein bisschen ein Flair für das Juristische hat, dann merkt man aber schon, dass eigentlich das Bundesverwaltungsgericht Seite um Seite eigentlich beschreibt, wie schlimm es da ist in Eritrea. Richtig. Und dann zum Schluss kommt, dass es doch nicht so schlimm ist. Ja. Das ist schon spannend. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass ich dieses Urteil der Weisheit letzter Schluss finde. Und man muss sagen, dieses Urteil, das weiß man eigentlich, wurde sehr knapp gefällt. Es ist nicht das Gesetz, das wurde von einem Gremium entschieden und dieses Gremium hat ganz knapp für diesen Entscheid gestimmt. War aber ein Leiturteil und deshalb hat es so eine Auswirkung. Denn wenn in Eritrea etwas Systematisches und systemisch gemacht wird, ist genau das, nichts anderes. Dazu kommt auch noch die Folter und so weiter, aber genau das. Und dass es dann die Bundesverwaltungsgerichte daran zweifelt, okay. Ja, nein, Entschuldigung. Laden wir doch das Gericht nächstes Mal ein. Genau. Ich denke, das Bundesverwaltungsgericht ist ein guter Ansprechpartner. Ich würde die geben keine Auskunft, das ist der Punkt. Wir haben ja die auch kontaktiert und die sagen gar nichts dazu. Ja. Gut, ich höre es läuten, das heißt, es ist eigentlich 8 Uhr. Aber wenn ich noch darf, würde ich gerne gleich noch eine Frage hören. Weil da schon lange eine Hand steht. Du recherchst diesmal. Ich nehme nur noch solche. Ich hätte noch eine, eine parallele Frage, also zum BVG-Urteil. Wenn man die FAQs des SEM liest, da wird das Land Eritrea in derart schwärzesten Farben gemalt. Und kein Mensch, der das liest, würde nachher freiwillig in ein solches Land zurückkehren. Also
Wie kommt ihr auf die Idee, so etwas zu erwarten? Ja. So. Ich greife es einfach gleich vor. Wie gesagt, es ist ein Bundesverwaltungsgerichtsentscheid, wenn ich mich nicht... Also es ist sehr nett, dass Sie sich vor mich stellen. Ganz so einfach ist es schon nicht, oder? Ich meine, die Praxisänderung, die kam schon aus dem SEM. Das Bundesverwaltungsgericht hat uns dann einfach noch rechts überholt, oder? Also um es ein bisschen einfach zu sagen. Das ist eigentlich die schönste Formulierung des Abends. Oder links. Genau. Nein, aber es war besser. Aber ich glaube, ich habe es erklärt, wie wir zu dem Schluss gekommen sind. Gut. Fragen zur Recherche? Ansonsten? Genau. Vielleicht gibt es ja dann nachher noch Fragen zur Recherche, weil es war eigentlich nicht intendiert als eine Veranstaltung aber über die Praxis so. Des SEM, sondern auch zur Recherche. Aber da gibt es vielleicht noch weitere Fragen oder auch an Alma Serai. Genau, dann werde ich auch gleich wieder gerne dir übergeben, Stefanie. Ich bedanke mich noch herzlich bei allen Fragen, für alle Fragen und für die anregende Diskussion. Ich glaube, es gibt noch ein Apero, aber dazu mehr von dir. Genau, also vielen Dank auch von mir für Ihr Interesse und die Fragen. Wir servieren gleich noch ein Apero im unteren Stockwerk. Wer Lust hat, kann gerne kommen und auch noch weitere Fragen stellen. Für die Podiumsteilnehmer auch herzlichen Dank. Ich muss da kurz durch. Es gibt noch eine kleine Wegzehrung für die Rückkehr unserer obligater Politforum Lebkuchen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke auch dir, Christian, und auch für die Recherchen. Die stapeln sich dann langsam. Wir hatten aber erst eine Diskussion. Ah ja, ich habe sonst Kinder. Danke, Sie können mir mitgehen. Vielen Dank, Sarah, für die Moderation. Also Entschuldigung. Ab nächster Woche ist das Politforum in der Sommerpause. Nach den Ferien, Mitte August, starten wir mit unserer neuen Ausstellung. Sie haben wahrscheinlich schon gesehen, die befindet sich schon mitten im Aufbau und sie wird das Thema behandeln, Religion und Staat im Alltag unter dem Titel Shiva begegnet Suva. Dazu gibt es auch eine Veranstaltungsreihe und wir werden auch die Veranstaltungsreihe zum Ausnahmezustand weiter aufnehmen und unterdrücken das Thema Wirtschaft. Niemand wird allein gelassen. Ist das wirklich so? Oder auch die Auswirkungen für die Kultur aufnehmen. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Abend auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer online. Danke.